Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Meine lieben Freunde, ihr seht vielleicht schon die Leute, die Fortnite hassen. Bleibt trotzdem dran, denn es ist was ganz, ganz Witziges. Meine lieben Freunde, ich zeige euch heute Fortnite-YouTuber-Skins oder YouTuber-Fortnite-Skins. Das heißt, wenn YouTuber einen eigenen Skin hätten, würden die so aussehen, wie die ich euch gleich zeige. Auf jeden Fall bleibt dran. Ich würde sagen, wir landen gleich erstmal. Und wenn ich in Sicherheit bin, dann kann ich euch die ab und zu mal zeigen. So, da ich cool bin, gehe ich direkt Tilted Towers, meine lieben Freunde. Denn mein Designer hat mit mir zusammen Fortnite-YouTuber-Skins gemacht. Und die sehen richtig fresh aus, meine lieben Freunde. Ich zeige die euch gleich. Freunde, erste Runde war kompletter Fehl. Ich bin gelandet und bin gestorben. Deswegen gab es jetzt den komischen Cut. Und jetzt landen wir neu in Tilted Towers. Ich bringe mich ganz kurz in Sicherheit. Vielleicht töten wir ein, zwei Leute. Und dann geht es los mit den YouTuber-Fortnite-Skins. So, Freunde. Den ersten YouTuber, dem wir einen eigenen Fortnite-Skin gemacht haben, ist der liebe ApoRed. Guckt es euch an, ich finde es mega nice. Stellt euch vor, wenn ApoRed einen eigenen Skin hätte, würde der so aussehen. Das heißt, man erkennt ihn, ich finde, man erkennt es, dass es ApoRed ist mit seinem freshen Bart. Der sieht auf jeden Fall mega nice aus, seine Haare, die Seiten auf null. Auf jeden Fall mega nice. Ich finde, das sieht richtig cool aus. Also ich denke mal, ApoRed würde der auch selber gefallen. Ah, Entschuldigung, das heißt Red. Der würde ihm wahrscheinlich auch selber richtig gut gefallen. Und ich muss mal kurz gucken, ob hier irgendwo noch einer ist. Hier haben wir noch eine Kiste. Auf jeden Fall mega feiern, wenn ApoRed einen eigenen Skin hätte und der würde so aussehen. Das wäre schon richtig fresh. So. Das ist jetzt richtig schwer für mich, gleichzeitig zu spielen und gleichzeitig euch die Skins ab und zu mal zu zeigen. Denn da muss ich mich auf zwei Sachen konzentrieren. Aber ich glaube, hier unten ist einer bei der Tankstelle. Oh, oh. Lol. Bam, Junge. So, Freunde, der nächste YouTuber, den wir einem Fortnite-Skin gemacht haben, ist der liebe GLP. Guckt's euch an. Wenn GLP einen Skin hätte, da brauchen wir eigentlich gar nicht viel sagen, dann sieht er so auf jeden Fall aus. Mit seinem schön blau, schwarz gestreiften Pullover, mit seiner Maske, die grünen Augen. Und er hat sogar so ein geiles Band am Arm, wo Puffy draufsteht. Ich glaube, das wäre richtig fresh, wenn der so... Also ohne Witz, den Skin könnte ich mir auch richtig geil im Fortnite vorstellen. Der würde richtig geil aussehen, der wäre vielleicht ein bisschen auffällig, aber er wäre richtig nice. Also GLP auf jeden Fall mit seiner Maske, ich finde es richtig nice, würde richtig geil aussehen. Und wir haben hier diese neue Granate, ich habe die noch nie gehabt. YOLO. Ja, da haben wir doch schon zwei. Ich werde es schaffen, hier alle fünf in dieser Runde noch euch zu zeigen, weil so leicht ist es gar nicht. Ich darf halt nicht sterben. Oh. 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 So, da haben wir den nächsten getötet. Das heißt, wir haben wieder Zeit. Meine lieben Freunde, was auch sein muss, wem wir einen eigenen Fortnite-Skin gemacht haben, ist die liebe Katja. Guckt's euch an. Dicke Brüste, dicke Lippen, lange blonde Haare. Und ich finde, das wäre auch der perfekte Skin für Katja. Krasser Witze. Also wenn sie ein eigenes Skin hätte, dann würde er so aussehen. Ich feiere das richtig. Mit so einem Tuch. Und sogar auf dem Tuch steht sogar noch Doggy oder Dog, haben wir da drauf geschrieben. Also das wäre richtig geil. Und die bräuchte eigentlich noch so ein... Ich weiß gar nicht, hat die einen dicken Po? Ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall würde das mega fresh aussehen. Sogar mit so einem Schwert auf dem Rücken, mit so einem Katana oder so. Wäre richtig geil. Und hier schießt einer. Genau, da haben wir doch schon die dritte Person. So, Freunde, jetzt müssen wir hier versuchen zu überleben, Alter. Ich will das Ding gewinnen. Das Ding will ich gewinnen. Heute gibt es übrigens einen Livestream ab ungefähr 19.15 Uhr auf Twitch. So, Freunde, weil ich gerade hier noch in Sicherheit bin, der nächste YouTuber, der einen eigenen Fortnite-Skin hat, ist der liebe Tattel. Guckt's euch an, meine lieben Freunde. Blaue Haare. Sieht einfach schön aus, finde ich. Weil Tattel hatte doch diese blauen Haare. Er hat sie ja im Moment nicht mehr. Ich habe ihn auch letztens erst gesehen. Aber auf jeden Fall schöne blaue Haare. Dann noch so ein richtig geile Jacke mit so einem Fell. Natürlich kein echtes Fell, Leute. Aber ich kann es mir richtig geil vorstellen. Dann noch dieses Dead Adam-Logo auf dem Gürtel. Ich finde, das sieht richtig nice aus. Mit so einem Gürtel, mit Patronen und alles. Ich finde, das sieht richtig, richtig cool aus. Und so würde Tattels Fortnite-Skin aussehen. Auf jeden Fall war das eine Menge Arbeit, diese ganzen Dinger zu malen für meine Designer, Leute. Deswegen lasst mal einen Daumen nach oben da für ihn. Nein! Jetzt war ich total überfordert, weil ich mit euch reden wollte, Alter.
Ach, Manno. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir noch schnell in eine Runde, versuchen die Runde zu gewinnen und ich zeige euch den letzten Skin. So, Freunde, wir sind nochmal in der Runde. Ich zeige euch jetzt den letzten Skin. Ich zeige ihn euch einfach jetzt schon im Flug. Dann können wir nämlich die Runde noch konzentriert weiterspielen. Der letzte Skin, der natürlich auch da sein musste, Julian Bam, meine lieben Freunde. Wenn Julian Bam einen eigenen Fortnite-Skin hätte, dann würde der so aussehen. Ihr erkennt es vielleicht schon, also man erkennt es, dass es True ist. An den Haaren vor allem schon. Und True wäre in so einem richtig geilen Anzug drin, weil True wäre, wisst ihr, dieser Anzug, mit diesem Anzug kann man einfach alles machen. Mit diesem Anruf, Anruf, genau, ich kann wieder nicht reden. Mit diesem Anzug hat man einfach jede fucking super Heldenkraft, denn Julian Bam, der ist einfach ein Alien, Alter. Der kann einfach alles, deswegen hätte der so einen kranken Anzug, hat mega kranke Haare auf dem Foto, auf dem Skin, aber auch in echt. Also die sehen schon fresh aus und man erkennt es einfach, dass es True ist. Das waren jetzt die 5 YouTuber, die einen eigenen Fortnite-Skin haben, der so aussehen würde. Und Leute, ihr müsst... Ihr müsst ganz viele YouTuber in die Kommentare schreiben, wen wir denn noch so einen Fortnite-Skin machen sollen. Oh, du bist richtig low. Aber ich auch. Nein, er wurde von woanders... Ach man, das ist gemein. Jetzt wurde er von jemand anderes getötet und ich auch. Okay, Freunde. Das war ein kleines, dummes Video. Ich habe zwar nichts gerissen, ein paar Kills haben wir, 2 Stück oder so. Auf jeden Fall ging es ja eher um die Skins. Schreibt ganz viele Skins in die Kommentare, ganz viele YouTuber in die Kommentare, auf denen wir noch Fortnite-Skins machen sollen. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Schaut heute beim Stream vorbei. Und morgen geht es ganz normal wieder mit Minecraft weiter. Freut euch, macht's gut und tschüss.